Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Dinge dich in deinem Leben aus der Bahn werfen können. Das können manchmal große Dinge sein, das können auch manchmal kleine Dinge sein. Mich hat vor letzter Zeit etwas Kleines aus der Bahn geworfen. Es sind meine Zähne. Ich musste zum Zahnarzt und er sagte dann, Herr Porsche, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir bohren, da müssen wir eine Wurzelbehandlung durchführen. Ich dachte mir so, ich gebe mir gleich die Spritze, bitte. Und hat angefangen und erstmal geröntgt und geguckt, wie weit das ist und hat dann gebohrt und so weiter und so fort. Und dann kam er auf den Nerv. Und ich war eigentlich betäubt. Und trotzdem, ich konnte versuchen, diesen Schmerz wegzudrücken, trotzdem immer so schön wieder drauf auf diesen Nerv. Zack. Und ich dachte mir, ich bin doch eigentlich betäubt, ich müsste es doch eigentlich gar nicht merken. Das Bohren habe ich so nicht gemerkt, aber wenn er direkt auf diesen Nerv gekommen ist, dann war es voll da. Und das ging dann die ganze Zeit so weiter und ich dachte mir, Herr, bitte, erlöse mich von dem Bösen. Und war dann froh, als ich dann so halb betäubt aufstehen konnte. Man kann ja so ein schlecht aussprechen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist immer so übelst peinlich, die ganze Hälfte hängt so runter. Eigentlich sieht das gar nicht so aus, aber irgendwie fühlt sich das so an. Und dann sagte der Zahnarzt, Herr Porsche, Sie müssen nochmal wiederkommen. Das war erst der erste Teil. Ich muss da nochmal ran. Ich habe jetzt erstmal ein Medikament reingemacht. Ich muss da weitermachen. Und da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, habe auch für mich beten lassen, sage, hey, ich habe hier eine Wurzelbehandlung, ich brauche da wirklich Beistand. Und da hat mir noch ein Freund da gesagt, Dave, ich kann mich an mein zweites Mal gar nicht mehr daran erinnern, das wird nicht so schlimm. Ich kann dir sagen, das erste Mal, das war Larifari, das zweite Mal, das war richtig schlimm. Und ich dachte mir, ich hätte ja fast das Tablett aus der Hand geschlagen, als er auf den Nerv gekommen ist. Und ich dachte mir, siehst du mich nicht leiden? Siehst du das nicht, dass mir das richtig wehtut? Also ich dachte mir, lieber schlägst du mir in den Bauch, da kann ich Bauchmuskeln anspannen, da kann ich irgendwie versuchen, den Schmerz wegzudrücken. Aber egal, wie sehr ich gegen diesen Nerv drücke und versuche, dagegen zu halten und mich an diesem Behandlungsstuhl festzuhalten, direkt drauf. Du kannst gegen diesen Schmerz nichts machen. Du kannst versuchen, so angespannt wie möglich zu sein. Du kriegst diesen Schmerz nicht weg. Und ich dachte mir, Herr, jetzt brauche ich brauche deine Kraft. Schenk mir bitte, dass dieser Schmerz vorbeigeht. Und irgendwie ging es nicht vorbei. Und ich bin jetzt froh, das dritte Mal dort gewesen zu sein. Und ich muss noch ein viertes Mal hin. Das sind gerade so gewisse Herausforderungen, aber ich lag da so und dachte mir, Gott, ich kann jetzt gerade nicht anders, ich brauche dich, mach was. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Und es hat auch mit unserem heutigen Thema etwas zu tun und ich werde da nochmal später darauf Bezug nehmen. Heute ist Pfingsten. Exakt, eigentlich wäre gestern Pfingsten, werde ich nochmal erklären, warum. Heute ist Pfingsten. Und wenn du einfach mal fragst, in Deutschland, erklären Sie mir mal, was denn zu Pfingsten passiert ist, dann weiß laut von Studien die Mehrheit der Deutschen nicht, was zu Pfingsten passiert ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bist vielleicht christlich vorgeprägt und kannst da vielleicht eine Aussage treffen. Aber warum wissen so viele Deutsche nicht, was zu Pfingsten passiert ist? Hängt es daran zusammen, etwas, was ja manchmal unbekannt ist, hat einfach eine geringe Bedeutung. Also viele Dinge wissen wir einfach nicht, weil sie einfach nicht für uns wichtig sind. Und alle andere Dinge, die wir für bedeutsam sehen, die wissen wir auch. Also ich gehe davon aus, dass jeder von euch was mit dem Namen Martin Luther anfangen kann. Oder mit dem Namen Martin Luther King. Aber viele Leute wissen wahrscheinlich in Deutschland nicht, wer Dave Porsche ist. Oder Hans Wurst. Ja, wenn ihr euren Namen einsetzen wollt. Und trotzdem, interessant ist ja, dass eigentlich Pfingsten das drittwichtigste Fest in Deutschland ist, wenn man sich einfach mal die Feiertage anschaut. Wir haben Weihnachten. Weihnachten ist sozusagen das Fest, weil Weihnachten bekommt neben dem Feiertag in dem Sinne noch zwei zusätzliche Weihnachtsfeiertage, den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Bei Ostern ist es auch. Ostern fällt auf den Sonntag und dann gibt es sozusagen noch Ostermontag. Bei Pfingsten ist es ebenfalls so. Pfingsten und Pfingstmontag. Also hat es ja irgendwie eine Bedeutung.
Und ich möchte euch einfach mit in diese Bedeutung mit hineinnehmen. Und ich mag mal behaupten, dass viele von euch die Bedeutung nicht kennen. Und dazu wollen wir zwei Texte lesen aus der Apostelgeschichte. Erstmal ein Text, der kam schon letzte Woche, aber wir brauchen so ein bisschen den Zusammenhang. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Ich lese schon mal vor. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Als das Jesus sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Jetzt kommt die Präsentation, also das steht in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und gleich im Kapitel, also das ist sozusagen, können wir grob zusammenfassen als Himmelfahrtsereignis. Und jetzt ein paar Tage später kommen wir zu dem Pfingstereignis und das steht dann im Kapitel 2. Ich lese es euch vor. Kapitel 2, Vers 1 geht's los. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander und plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden. Nie wieder Sprachenunterricht. Kein Englisch, Französisch, Spanisch oder so in der Schule. Sie fingen an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Ich weiß nicht, ob euch etwas auffällt am Text. Dort steht im Vers 1, als der Pfingsttag anbrach. Pfingsten gibt es schon vor Pfingsten. Ja, Weihnachten feiern wir, aber gab es vorher nicht. Ostern eigentlich auch nicht. Aber Pfingsten, was wir hier sehen, die Apostel, die Jünger treffen sich zu Pfingsten. Das heißt, dieses Fest ist schon da. Es wird schon seit mehreren Jahrhunderten gefeiert. Pfingsten ist, und das will ich einmal betonen, ist erstmal kein christliches Fest. Pfingsten ist ein jüdisches Fest. Jetzt kommt noch die Präsentation dazu. Pfingsten ist ein jüdisches Fest. Wenn wir heute in Israel wären, hätten wir gestern Pfingsten gefeiert. Auf Hebräisch Shavuot. Das sogenannte Wochenfest, was die Juden feiern, Shavuot. Und das finden wir schon im Alten Testament beschrieben, dieses Wochenfest. Und ich möchte euch gerne mal zu was vorlesen aus dem dritten Buch Mose. Da können wir nämlich sehen, welche Bedeutung eigentlich dieses Wochenfest hat. Und da kommen eigentlich auch die Jünger her. Also das kennen sie. Sie saßen nicht zusammen und hatten gewartet, jetzt kommt der Heilige Geist, das ist Pfingsten. Sondern sie haben sich getroffen, um Shavuot zu feiern. Von dem Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die Gabe für das Schwingopfer gebracht habt, sollt ihr 7 volle Wochen zählen. Bis zum Tag nach dem 7. Sabbat sollen es 50 Tage sein. Man nimmt Pessach, ist für uns Christen Karfreitag, und nimmt jetzt 7 mal 7, also 49 Tage, und dann am 50. Tag, 50, da kommt auch das Wort Pfingsten her, aus dem Wort 50, soll dieses Fest gefeiert werden. Dann sollt ihr Jahwe ein Speisopfer von der neuen Ernte bringen. Dieses Fest oder zu diesem Fest entscheidet sich Gott, ich schicke mal meinen Heiligen Geist. Da muss sich doch Gott was dabei gedacht haben. Warum nutzt er gerade dieses Shavuot dazu, um seinen Geist zu schenken? Und wenn man hier sieht, stecken hier ein paar Details drin. Das eine ist erstmal Zahlen. 7 mal 7. Ich liebe Zahlensymbolik und wahrscheinlich liebt das Gott auch ein bisschen. Also mit Mathe hat Gott was zu tun. Auf alle Fälle steht 7 mal 7 für, also 7 ist eine Woche.
Und eine Woche steht für eine Vollzahl. Also da ist etwas vollständig, etwas vollendet. Und 7 mal 7, also 7 zum Quadrat, bedeutet also Vollendung mal Vollendung. Also jetzt. Jetzt ist es vollständig. Und genau dieses Fest wird jetzt genommen, um den Heiligen Geist auszugießen. Und es war so zu Schavuot, dass die Juden gekommen sind und haben gefeiert und haben das, was sie bis dahin sozusagen angepflanzt haben und geerntet haben, haben sie mitgebracht. Das ist also eigentlich ein Erntedankfest, könnte man sagen. Man sollte die Erstlingsgabe der Ernte mitbringen. Und das wissen alles die Juden, wenn sie jetzt Schavuot feiern. Sie wissen, es ist vollständig und wir sollen was dabei haben. Und das ist sowas von krass, dass jetzt Gott zu Pfingsten diesen Gedanken crasht. Du bist gekommen und hast etwas gegeben. Jetzt bist du da, um etwas zu empfangen. Die Erstlingsgabe, die Gott schenkt, ist sein Geist. Gott schenkt keinen Gegenstand. Wäre so geil, du wirst Christ und kriegst mal ein iPhone geschenkt. Oder ein Auto. Oder ein Fahrrad. Ein E-Bike. Wäre schon nicht schlecht, oder? Könnte man Werbung machen damit. Gott schenkt kein Objekt. Gott verschenkt sich in seiner Großzügigkeit mit sich selbst als Subjekt. Mit seinem Geist. Und ihr müsst mal vorstellen, wie das für diese Jünger, für diese Nachfolger und Nachfolgerinnen gewesen ist, wenn sie dieses Fest feiern und auf einmal empfangen. Obwohl sie diejenigen gewesen sind, die ganze Zeit eigentlich zu diesem Fest etwas geben sollten. Und an einer anderen neutestamentlichen Stelle wird der Geist nochmal erklärt und wird gesagt, es gibt Früchte des Heiligen Geistes. Und man kann sich das so vorstellen, zu diesem Wochenfest, zu der Erstlingsgabe, dass Gott seinen Geist gibt, sich selbst gibt als Subjekt. Und da hängen Früchte dran. Da hängen Elemente dran. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Güte, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung und so weiter. Das schenkt Gott. Und deshalb crasht Gott dieses Schavuot. Und ich stelle mir das so interessant vor, ja, wenn Gott sozusagen die Feste einführt, vor ewigen Zeiten im Land, also mit den Israeliten, und dann denkt, das nutze ich dann irgendwann mal und schenke meinen Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du etwas vorbereitest und du hast schon ein Geschenk. Also mir fällt das immer unwahrscheinlich schwer, wenn ich etwas für meine Frau habe. Wir machen manchmal wir machen des Öfteren mal so Eheabende und da ist immer jeder mal dran, etwas sich auszudenken und ich kann das unwahrscheinlich schwer an mich halten und sagen, Steffi, ich habe da schon was. Ich weiß nicht, ob du dich zurückhalten kannst bei Geschenken. Und Gott ist jemand hier, der etwas initiiert, was schon lange her ist und dann, das werde ich mal nutzen, um meinen Geist selbst zu geben. Und interessant ist, und vielleicht ist es für uns logisch, weil wir vielleicht Pfingsten schon des Öfteren gefeiert haben, weil wir über Pfingsten eine Predigt gehört haben, weil wir den Text gelesen haben. Aber ich fand etwas sehr, sehr interessant, wenn wir nochmal auf Apostelgeschichte 2 gehen. Was wäre, wenn dieser Geist nicht gekommen wäre? Wenn die Jünger gesehen hätten, letzte Szene, Jesus ist weg, ist verschwunden und das war's. Also stellen wir uns doch mal eine Variante vor, wo es diesen Geist nicht gegeben hätte. Also mir kommt das dann so vor wie so ein guter Film. Also Jünger schauen eigentlich einen Live-Film, sehen das Leben von Jesus und dann geht er sozusagen, fährt er auf in den Himmel und denkt, krasser Film und ich durfte den sehen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, bei guten Filmen ist es ja so, im Kino ist es so,
dass manchmal applaudiert wird nach dem Film, im Abspann, wenn der Film richtig gut gewesen ist. Und so könnte ich mir eigentlich die Szene vorstellen, wenn es dem Geist nicht gegeben hätte, dass sie sagen, krass, genial, unglaublich. Aber das passiert ja hier nicht, sondern er verschenkt sich ja. Er bleibt hier nicht stehen beim Happy End, sondern er schenkt seinen Geist. Gott stellt sich selbst als persönliche Macht, als persönliche Kraft und Weisheit und Liebe uns Menschen zur Verfügung. Und ich muss dir sagen, das ist etwas, was gegen die traditionellen Religionen oder Glaubenslehren der damaligen und eigentlich auch der heutigen Zeit entspricht. Ja? Du hast eigentlich, wenn es diese Ausgießung des Heiligen Geistes nicht gegeben hätte, hätten die Jünger einen guten Film gesehen, denken, ja krass, gut, dass Jesus gelebt hat. Der ist ein Held, der für uns gestorben ist. Es gibt eigentlich zwei religiöse Möglichkeiten. Entweder so eine Art Deal-Option, es gibt da einen Gott da oben und ich muss hier irgendwelche Opfer bringen, Schawort, ich bringe meine Opfer und deswegen geht es diesem Gott oder geht es mir dadurch, weil ich meine Opfer bringe, geht es gut. Oder, was wir hier schon im Christentum haben, es gibt sich ein Held hin. Aber was hier passiert, ist, dass sich dieser Gott noch verschenkt. Ganz anders als in anderen Religionen. Ich würde es bezeichnen als ein anderes Gott. Du bist sonst immer früher hingegangen, hast dein Opfer dabei, hast geopfert und warst froh, wenn Gott dir gnädig ist. Jetzt bist du vielleicht froh und denkst, krass, Gott kommt auf die Erde und er vergibt mir meine Sünden. Aber dass Gott jetzt in mir durch seinen Geist wirksam sein soll, das gab es so noch nicht. Gott wirkt in dir und durch dich. Was ist denn das für ein Gott, der nicht nur irgendwo im fernen Himmel sitzt und irgendwie da die Welt lenkt, sondern der sagt, ich komme auf die Erde, aber ich bleibe nicht nur neben dir stehen als Person, sondern ich gebe dir meinen Geist, der in deinem Leben wirksam sein darf. Und deshalb verändert sich sozusagen die Rolle dieser Nachfolger und Nachfolgerinnen. Sie sind nämlich bis zu Pfingsten eigentlich nur Zuschauer, die einen guten Film gesehen haben. Aber jetzt werden sie mit hineingenommen, weil Gott durch sie wirken möchte. Und deswegen lautet der Titel für diese Predigt der Möglichmacher. Dieser Geist ist ein möglicher Macher, weil er in mir wirken möchte. Nicht nur, um mit mir einen Deal auszuhandeln, damit ich irgendein Opfer bringe, sondern er möchte in meinem Leben wirksam werden. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, wenn es darum geht, Pfingsten zu verstehen und warum sich Leute schwer tun, die Bedeutung von Pfingsten zu kennen. Weil wir einfach von unserer Kultur erzogen sind, einfach wenn man so ein bisschen religiös ist, so ein Deal. Ich gebe etwas und dann bekomme ich etwas von Gott. Also Gott ist da oben, ich mache hier ein gutes Leben und deswegen wird mich Gott irgendwie segnen. Aber was hier passiert ist ja, dass ich Gott empfangen darf, dass Gott irgendwie in mein Leben treten darf. Und nicht nur an meiner Seite, sondern hier hinein. Das ist, man würde das nennen, eine mystische Erfahrung. Und ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer heutzutage zu begreifen. Es fällt ja uns schwer, also es fällt mir schwer zu begreifen. Gott will in meinem Leben sein. Gott will in meinen Schwächen mit sein. Er will wirklich darin sein. Er will mit durch Schwierigkeiten, durch eine Wurzelbehandlung, durch Depression, durch Scheitern, durch Scheidung gehen. Ja, weil es ein anderes Gott ist. Weil es ein Möglichmacher ist. Und das fällt, glaube ich, Menschen schwer zu verstehen, dass Gott nicht nur fern ist, dass ich mit Gott irgendeinen Deal eingehen kann, sondern dass Gott sich hier zu Pfingsten verschenkt als Person, als Geist. Und dann ist es ja noch ein Geist. Ja, es ist nichts irgendwie zum Anfassen. Kann ich sagen, hier, schau mal, hier ist Gott. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer. Aber was passiert ist, dass wir die Auswirkung des Geistes sehen können, dass auf einmal diese Jünger und Jüngerinnen in anderen, in fremden Sprachen reden können
und sich verständigen können. Und das, ich will heute nur auf einen Aspekt eingehen, was dieser Möglichmacher macht, nämlich verbindet. Ich werde nächste Woche weiter darüber predigen, weil es so viele Aspekte gibt, wenn man nämlich über diesen Geist nachdenkt, wenn man sich mal die alttestamentlichen Linien auch anschaut, nämlich Gott stellt sich als erstes im Alten Testament als Geist vor, als Ruach. Aber heute soll es mir nur um diesen einen Aspekt gehen, den die Jünger dort erfahren, nämlich, dass dieser Geist Auswirkungen hat. Und die Auswirkung ist, dass dieser Geist vereint, dass er Barrieren abbaut, dass er Sprachen überwindet. Und für mich ist das ein Geist, eine innenwohnende Kraft, die sich mit Gott verbinden möchte, also mit dem Vater. Der Geist möchte immer auf diesen Vater hinweisen. Und das andere ist, dass er mich mit meinen Mitmenschen verbinden möchte. Deswegen werden hier Barrieren abgebaut. Und deshalb vielleicht nochmal zu meiner Wurzelbehandlung zu kommen. Ich habe natürlich keine vollständige Antwort, warum ich auf einmal vielleicht nicht die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habe und dann deshalb keine Schmerzen hatte. Das hätte ja auch passieren können. Ich glaube aber, weil der Hauptschwerpunkt des Geistes ist, dass er von sich wegweist zu anderen hin und mir Mut und Kraft gibt, mit Gott und mit meinen Mitmenschen in Beziehung zu leben. Also hätte ich zum Beispiel dem Zahnarzt eine gescheuert, sage ich mal, also als Reflex. Ich hoffe, der Geist hätte mich dann sozusagen davon abgehalten oder keine Ahnung, wenigstens zur Entschuldigung geleitet. Ich bin ja der Überzeugung, das hatte ich so danach, ich glaube, es gibt, im Himmel gibt es keine Zahnärzte. Beziehungsweise denke ich, Zahnärzte werden arbeitslos sein. Aber, und das ist mir wichtig, dieser Geist verbindet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich merke manchmal, dass ich vielleicht mit anderen Menschen im Konflikt stehe. Und ich möchte mich nicht mit denen verbinden. Ich möchte mich vielleicht nicht mit denen versöhnen. Ich möchte einfach, ich wurde verletzt und möchte das jetzt nicht. Oder auch so dieser Gedanke, also wenn du mir das angetan hast, das kann ich dir auch antun. Wie du mir, so ich dir. Das sind oft die Gedanken, die ich vielleicht habe. Und der Geist ist aber einer, der in mir ruft und der in dir ruft, versöhne dich, vergib. Mach dich auf den Weg. Ich möchte Barrieren abbauen. Und ich bin gerade heute oder in dieser Woche daran so erinnert worden, weil mir das wirklich wehgetan hat, als ich gesehen habe, wie Rassismus einfach heute noch immer wieder da ist. Zwar nicht jetzt vor Ort hier, aber ihr habt das vielleicht mitbekommen, was in den USA passiert ist, wo Leute einfach aufgrund ihrer Hautfarbe anders behandelt werden. Und ich glaube dennoch, dass dieser Geist, dieser Heilige Geist, ein versöhnender und verbindender Geist ist, der genau das abbauen möchte, dass eben unsere Hautfarbe und andere Dinge nicht als Grenze gesetzt werden, um andere zu diskriminieren, auszugrenzen. Dieser Geist ist kein Geist, der diskriminieren möchte, sondern dieser Geist, der möchte verbinden. In erster Linie möchte dich dieser Geist verbinden zu Gott, dem Vater. Und wenn du merkst, dass da irgendwie deine Verbindung abgerissen ist, oder wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dann kann ich dir sagen, dieser Geist ruft, versöhne dich. Mach dich auf den Weg. Und jeder von uns ist eingeladen, durch diesen Geist mit Gott dem Vater in die Nähe zu kommen. Und wenn du es noch nicht getan hast, ist ein ganz einfaches Gebet, was du sprechen kannst. Gott, komm in mein Herz. Sei bei mir. Erfülle mich. Vergib mir das, was ich getan habe. Und genauso kann ich mich verbinden lassen zu meinen Mitmenschen. Du darfst dich versöhnen lassen, weil dieser Geist ein Geist ist, der dich versöhnt. Es ist ein Geist des Friedens und der Versöhnung. Und wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast mit anderen, mit Mitmenschen, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, ich kann dir sagen, dieser Geist möchte dir Kraft geben, dich zu versöhnen oder anderen Menschen zu vergeben.
Das musst du, und das will ich nochmal betonen, das musst du nicht aus dir selbst heraus machen. Du musst nicht Leuten vergeben, weil es irgendwie von dir gefordert wird. Aber du darfst durch diesen Geist anderen Menschen in die Augen treten und ihnen vergeben. Dieser Geist verbindet, weil dieser Geist der Möglichmacher ist. Amen.